und es ist genauso heiß oder sogar vielleicht noch heißer für euch. Jetzt ist die Latte hochgelegt. Schönen guten Abend. Freut mich, euch alle wiederzusehen. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht, und zwar haben wir seit mehr als 2,5 Jahren das Thema Blogger Relations bei uns auf der Agenda. Wir versuchen, in Kontakt zu kommen mit verschiedenen Bloggern und Online-Journalisten und Multiplikatoren im Web, und haben da in den letzten 2 Jahren sehr viele gute Erfahrungen gesammelt. Wir haben tolles Feedback von euch gekriegt, wir haben wahnsinnig viel von euch gelernt und wollen es auch immer ein Stück weiterbringen. Und haben dafür jetzt was Neues gebaut, was wir denken, was wir ein Stück weiterbringen, gemeinsam dieses Thema Blogger Relations und Autoblogger im Web zu kommunizieren. Wenn ich euch das überlege, wo ich euch gerade kennengelernt habe, ich habe genau vor 1 Jahr angefangen, im Team an Tobias Müller Social Media zu betreuen und aufzubauen, weiterzuentwickeln, und das Feedback, was ich von euch bekommen habe, ob das auf Fahrveranstaltungen war, ob das beim Kennenlernen, bei einem Markenworkshop ist, oder ob das vielleicht einfach bei einer anderen Aktion gewesen ist. Das hat uns wahnsinnig geholfen. Also das Feedback, das wir da direkt gekriegt haben, war sehr hilfreich. Wir haben sehr viel gelernt, und ich glaube, wir haben uns noch gemeinsam auf dem Weg immer besser geworden. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir einen super Dialog haben gemeinsam, weil wir eine Online-Gruppe haben, zum Beispiel Mercedes-Benz Blogger Connect, eine Initiative für Blogger, also nicht von uns. Vorschlag von euch, zu sagen, lasst uns auf Facebook noch eine Gruppe machen, wo man gemeinsam diskutiert, wo man Fragen austauschen kann, wo man zeigt, wer was denn macht zu welchem Thema, wo sich Interessierte vielleicht treffen können. Der eine kann gut fotografieren, der nächste kann gut schreiben, und dann machen sie gemeinsam eine Geschichte vielleicht. Und das ist wahnsinnig super, und wir sind total happy, dass wir diese Gruppe mit euch haben und dass wir da gemeinsam diskutieren können. Für jeden, der bloggt und noch nicht in dieser Gruppe ist und gerne rein möchte, gerne eine E-Mail an mich schreiben oder einfach einen Request an die Gruppe stellen, dann kann man dort teilhaben. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich, dass das so positiv ist. Was wir gedacht haben, ist so, was haben wir jetzt? Ihr könnt auch Fahrveranstaltungen, ihr könnt Testwagen haben, ihr könnt Messen besuchen, wir können intensiv miteinander diskutieren und streiten oder auch einer Meinung sein über eine Online-Plattform. Was brauchen wir eigentlich noch? Und wir glauben, dass wir noch so ein paar Themen haben, wo wir ein bisschen helfen können. Und das eine ist Sichtbarkeit, einfach zu zeigen, dass es diese Blogos, dass da was passiert in der Blogosphäre, dass da viel geschrieben wird. Und wir können, glaube ich, unser Informationsangebot auch noch ein bisschen besser zusammenstellen, denn wir haben sehr viele unterschiedliche Plattformen, wo Inhalte von uns sind. Eine klassische Mediaseite, Journalisten nutzen, aber es gibt noch viel mehr. Und unsere Antwort darauf ist eine kleine Online-Plattform, die sich Social Publish nennt. Mercedes-Benz Social Publish. Auf dieser Plattform aggregieren wir alle möglichen Inhalte rund um die Marke Mercedes-Benz und die Produkte. Die Plattform gibt es auf Deutsch und Englisch und ist, wie man hier an dem Beispielscreen sieht, bringt die viele Videos von YouTube-Kanälen, von euch, von uns, bringt offizielle Pressemitteilungen von dem Mediasite, aber auch eben eure Blogartikel, die ihr schreibt, zusammen auf eine Plattform und kategorisiert die, dass man da ein bisschen suchen kann. Wenn ich zum Beispiel nach dem Thema A-Klasse und Design suche, und da einen Artikel drüber schreiben möchte vielleicht, oder mal recherchieren, was andere geschrieben haben, dann muss ich mich durch Google und Co. ganz schön durchs Netz rocken, um was zu finden. Hier habe ich die Möglichkeit, alles auf einer Plattform zu sehen. Das ist ein Projekt, das jetzt gewachsen ist. Wir haben in Genf so einen Prototypen mal vorgestellt und auch online gestellt. Das war so eine Übergangsversion. Das Ding, was ich euch heute zeige, kann wesentlich mehr. Und wir sind sehr gespannt auf Feedback, wie das für euch als Recherchetool, aber auch als Präsenztool interessant sein kann. Dazu später gerne mehr. Ich würde kurz einmal kurz zeigen, wie es funktioniert und was der Gedanke ist. Die Website ist in HTML5 programmiert, sodass sie auf iPhones in der schmalen Version, auf iPads in der größeren Version und umso größer der Screen ist, einfach schicker funktioniert. Sie müsste auch auf Android-Geräten funktionieren, obwohl sie nicht speziell dafür optimiert wurde. Was man hier sieht, ich erkläre gleich kurz, wie es ist, aber ich meine, online kennt ihr euch aus. Links haben wir eine Navigation und eine Suche, die uns ermöglicht, nach verschiedenen Modellen zu filtern, nach Events, speziellen Themen, die interessant sind, aber auch nach Medienformen. Wenn ich sage, ich suche jetzt gerade Bilder zu einem Thema, oder ich suche nur offizielle Bilder zu einem Thema, oder ich suche nur Bilder von Blogs zu einem Thema, dann kann ich das alles durch die Kombination von Bildern, von verschiedenen Tags hier umsetzen. Ansonsten ist alles ähnlich wie in Facebook, muss man sagen, zeitlich angeordnet. Wir haben eine Art Timeline hier, wo wir auch dann in vergangene Monate zurückspringen können, um zu gucken, was damals das Thema war, dass diese Themen miteinander verknüpft sind. Und was wir machen, ist, wir bieten in dieser Plattform die Inhalte, die wir selber erstellt haben bei Mercedes,
bieten wir so an. Also die findet ihr direkt, die könnt ihr dort lesen. Inhalte, die ihr erstellt habt, auf die verweisen wir ausschließlich. Also das heißt, wir werden keine Texte von euch importieren, sondern das sind eigentlich Teaser, die auf eure Seiten wieder verweisen. Jetzt weiß ich, dass im März einige beim SL zum Beispiel waren, dass Leute bei der SL-Veranstaltung teilgenommen haben. Jemand einen Gastbeitrag auf dem Daimler-Blog geschrieben, den importieren wir. Aber ich weiß auch, dass der Robert einen super Artikel über den SL geschrieben hat, zum Beispiel. Und dass es aber eben auch eine offizielle Pressemappe gab zum SL, die ein bisschen weiter hinten ist, oder eine Kampagne zum Roadster. Und wenn mich das interessiert, dann kann ich eben, suche ich mal nach der SL-Klasse und kriege dann eben jetzt, weil wir aktuell nicht mehr so viel Neues haben zum SL, weniger. Aber wenn ich im März zum Beispiel sehe, sehe ich dann eben, was alles passiert ist. Manche waren auch in Hollywood, Matthias zum Beispiel. Und so kann ich dann eben nach verschiedenen Themen suchen, die mich interessieren. Genau. Soll ich irgendwas Spezielles noch zeigen? Gibt es irgendeinen Wunsch, was man auswählen soll? Ja genau, das sind unsere Pressebilder. Ich kann mal reinklicken, wie denn so ein Inhalt aussieht. Das ist ein sehr guter Hinweis. Wenn wir mal kurz auf... Dann müssen wir da raus. Wenn ich sage, ich will nur Bilder angezeigt kriegen. Wenn das unsere Bilder sind, könnt ihr die auf alle Fälle nehmen. Man kann die direkt downloaden. Wenn wir zum Beispiel... Was interessiert euch? Gehen wir mal den Mai. Es gibt Bilder, die von uns sind, die könnt ihr sofort nehmen, weil die einfach... Weil wir die Rechte dran haben und das steht dann auch dabei. Dann klickt einfach drauf und kann mit einem Klick sich das Bild runterladen, das man gerne hätte. Das ist relativ easy. Man kann auch ganze Galerien share. Wenn nicht, aber ich gehe wieder zurück. Wir bieten aber auch an, dass man Flickr-Galerien oder Flickr-Alben von euch importieren kann. Das hat Jan zum Beispiel war so freundlich, dass man verschiedene Bildergalerien bereitstellt. Tamur auch. Wenn ich jetzt mal in den Mai gehe, sehe ich hier gerade, dass Tamur beim GLK war. Und dann gibt es auf jeden Fall immer den Kontakt zu dem Fotografen, der es gemacht hat, dass man den kontaktieren könnte, wenn man nutzen möchte. Das sind die Auflösungen, die bei Flickr angeboten werden. Dann könnt ihr direkt mit den Leuten in Kontakt gehen, ob ihr wollt. Wenn die Leute sagen, sie sind okay damit, man kann das anbieten, dann schreiben wir das auch hier rein. Dann wisst ihr genau, ob die Rechte vorbehalten sind und wir das gerne hätten. Was ich auch noch ganz kurz zeigen kann, ist, ihr könnt natürlich alles auch teilen, wenn ich nicht bei Artikeln bin. Ihr könnt das gerne sofort embedden, also wenn das Videos sind zum Beispiel, werden sofort Embed-Codes angeboten oder auch Body Fashion sehen. Ich klicke mal auf Fashion. Genau, also ihr habt hier die Möglichkeit, sofort einen YouTube-Code zu kriegen, genauso wie ihr die klassischen Sharing-Funktionalitäten an der Seite habt. Zudem versuchen wir immer in dem richtigen Kontext euch die Dinge anzubieten, die dazu passen. Also ob das jetzt hier sind es verschiedene Artikel zu unserem Fashion-Motiv oder zum CLS. Und die werden eben themenspezifisch versucht, euch da ein bisschen Inspiration zu geben, was vielleicht andere drüber geschrieben haben. Übersetzen wollen wir es nicht. Das ist die Plattform an sich, da kann man gerne ein bisschen rumspielen. Wir haben versucht, sie so perfekt wie möglich zu machen. Wir sind aber auch gerade noch so ein bisschen am Feilen, was die Feinheit der Suche angeht oder dass wir auch alle Artikel von euch drin haben. Wenn euch das gefällt und ihr Lust habt oder auch nochmal eigene Bilder habt, kommt gerne auf uns zu. Dann können wir das gerne integrieren. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht dort erscheinen, dann sagt uns das auch. Und dann können wir auch euch rausnehmen aus dem Verteiler. Wir versuchen einfach hier so eine Sichtbarkeit zu schaffen und ein kleines Recherchetool, dass diese digitalen Blogosphäre irgendwie auch nochmal bei Mercedes eine kleine Heimat gibt. Und ich glaube, das ist für jeden in der Argumentation und auch im weiteren beim Doing sehr hilfreich und schön sein kann. Alex, ich würde sonst Fragen nachher beim Fahren machen, aber wenn du eine hast, stehst du los. Kannst du ein bisschen verraten, auf welcher Basis das bedeutet? Achso, ja, das ist alles HTML5 programmiert. Wir haben ein Open Source CMS, das wir adaptiert haben, mit der Hilfe von einer Agentur in Berlin, die heißt Scholz & Volkmar. Die haben einiges für uns im Marketing bereits gemacht. Zum Beispiel die neue Mercedes-Benz.com Webseite, die auch vom Look ein bisschen ähnlich ist. Aber es ist nichts Revolutionäres. Wir verwenden RSS-Feeds von verschiedenen Quellen, die wir aggregieren und wo wir teilweise automatisiert einfach dann reinlaufen lassen, das System. Wir haben auch noch eine Moderationsebene dazwischen, dass wir müssen, da wir von euch nur eure Headlines ziehen, ein paar Tags vergeben, dass man weiß, um welches Thema es geht bei dem Artikel, dass dann die Suche auch entsprechend gut funktioniert. Ein bisschen manueller Aufwand, aber das ist, was wir machen. Und das wäre es, glaube ich, erstmal dazu. Ich glaube, wer nachher Fragen hat, kann gerne auf mich zukommen. Wer Lust hat, irgendwas auszuprobieren oder noch was beizutragen, gerne per E-Mail oder direkt an mich. Weil dann würde ich sagen, lass uns losgehen, in die Shuttles springen und auf den Flugplatz fahren.